So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Castle Duels Video auf dem Kanal der Taker. Ja, ich möchte heute kurz mit euch über die Fraktion der Woche reden. Es ist zwar schon Mittwoch, aber warum nicht? Die schauen wir uns kurz an. Und dann habe ich ein kleines Deck, sage ich mal, was ich tatsächlich vom Gegner gerade mir abkopiert habe. Was überraschend sehr, sehr stark war. Und da gehen wir ein bisschen ins PvP rein, würde ich sagen. Wir schauen uns erstmal die Fraktion der Woche an. Evolutionsallianz ist diese Woche dran mit dem Booster Zweite Chance. Einheiten der wöchentlichen Fraktion haben eine Chance von 33% mit 50% Gesundheit wiederbelebt zu werden. Ihr seht hier die entsprechenden Einheiten. Ist diesmal ein bisschen, ja, bisschen bessere Fraktion, sage ich mal, als letzte Woche, wo nicht so viele Legendaries und so mit am Start waren oder nichts wirklich groß gepasst hat. Aber meiner Meinung nach ist es auch ein Booster, der, naja, ich habe es probiert, zu vernachlässigen ist, meiner Meinung nach. Weil wenn es soweit ist, dass eure Einheiten sterben, jetzt zum Beispiel hier gerade ein Scarecrow, der sowieso hinten steht, oder ein Thinker, der auch hinten am Start ist, wenn die schon K.O. sind, dann ist das Game sowieso schon fast gelaufen. Ob die sich dann noch zu 33% nochmal mit 50% wiederbeleben oder nicht, hat dann meist keinen Unterschied gemacht. Deswegen hatte ich so mein Standarddeck ausprobiert und ich habe gerade gegen dieses Deck hier oben gespielt. Und der Gegner hatte die Einheiten teilweise sogar niedriger wie ich. Ich glaube, hier Magma war auf 9, die hier waren vielleicht auf 8, die beiden, die ich auf 7 habe. Und ansonsten hier die beiden waren auch vergleichbar hoch. Und das Deck hat richtig Schaden gemacht. Der hat damit 55 Millionen gegen mich gemacht. Ganz entspannt mich pulverisiert. Und deswegen habe ich es ausprobiert, auch schon 2 Siege damit jetzt eingefahren in Folge. Und dann wollte ich euch das heute mal zeigen. Wir haben hier einen Herr des Waldes mit am Start, der natürlich die Verteidigung übernimmt. Magma, unseren Main Damage Dealer, würde ich sagen, den normalen. Dann haben wir hier den Shiba mit drin, die neue Einheit, den Assassin. Ähnlich wie den Sensenmann sozusagen. Wir haben jetzt hier 2 Assassinen drin. Habe ich bisher auch noch nicht so gespielt, aber scheint auf jeden Fall eine gute Kombi zu sein. Und die Einheit, die mich auch in den letzten Wochen sowieso schon ein bisschen, ja, positiv überrascht hat. Erstmal von der Grafik her. Ich finde es absolut cool, wie der Ingame mit seiner Pistole da steht. Der Cowboy, der auch ein Assassin ist tatsächlich. Also ein absolutes Assassinen-Deck hier, muss man schon sagen. Und das haut natürlich ordentlich Damage raus. Der Cowboy würde sich auch noch mit einer 33% Chance wiederbeleben. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist diese Fraktion der Woche auch eher eine, die man vernachlässigen kann. Spielt das Deck, was mit euch, was bei euch sowieso am besten läuft, wo ihr die Karten vielleicht am meisten gelevelt habt. Ja, und wenn dann 1, 2 Einheiten daraus in die Fraktion reinpassen, dann ist es gut. Aber jetzt hier ein komplettes Fraktionsdeck zu erstellen, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Denn wie gesagt, wenn hier hinten der Scarecrow in der letzten Reihe, sage ich mal, Knockout geht, dann ist das Game sowieso schon fast gelaufen. Wenn der dann nochmal mit 50% wiederkommt, wird er höchstwahrscheinlich auch nichts mehr reißen können. Ja, Spiegelkampf ist auch am Laufen. Bin ich noch nicht drin gewesen. Die Woche war ein bisschen viel los. Erster Tag wieder arbeiten. Am zweiten Tag hatten wir eine Beerdigung leider von einem unserer alten Kollegen. Ruhe in Frieden an der Stelle. Deswegen war die Woche noch ein bisschen stressbelastet, der Anfang zumindest. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt hier noch durchstarte in den nächsten 2 Tagen, die 5000 Punkte zu holen. Da gehen wir dann beim nächsten Mal wieder rein. Und ich würde sagen, wir probieren das Deck jetzt hier nochmal im PvP zusammen aus und gucken mal, ob wir den 3. Sieg in Folge damit einfahren können. Und ihr könnt das Deck gerne austesten. Wie gesagt, habe ich von einem Gegner tatsächlich abkopiert. Ich kann euch jetzt leider nicht zeigen, von wem, sonst würden wir natürlich die Credits da rausgeben an denjenigen. Aber ja, das Assassin-Deck. Admiral Boom. Okay, wir haben ein bisschen mehr Crit und dann geben auch viele Leute tatsächlich auf bei 200 Crit-Unterschied. Danke, können wir da trotzdem mal sagen. Ja, bringt uns den letzten Sieg für die Herausforderung der 7. Also das 7. Match zumindest. 7 Siege habe ich nicht geschafft diesmal. Können wir mal kurz reingucken, wo wir jetzt sind. Einer hatte vor mir schon einen Sieg mehr. Der bleibt dann auch, glaube ich, vor mir. Okay, wir sind jetzt nur noch auf Platz 4. Ja, war aber auch geil gejoint dem Event und jemand hatte schon 4 Siege. Also, naja. Da kann man auch auf jeden Fall noch ein bisschen dran feilen an dem Modus, meiner Meinung nach. Aber, ja, was bekommen wir denn hier? 5000 Gold. Vielleicht wären es 4000. Ist in Ordnung für nebenbei. Wie gesagt, sowas muss man immer als nebenbei sehen. Ihr macht ja dafür nichts weiter, außer sowieso normal PvP zu spielen. So, gucken, ob wir noch einen Gegner finden, der Lust hat zu zocken.
Aufnahmezeitpunkt 4.16 Uhr. Kann auch immer ein kleiner Knackpunkt sein. Schauen wir mal. Let's go, da ist doch jemand. Jetzt kommt ein richtiger Brecher, oder? Oh, es geht. Viel Glück. Manche haben natürlich auch keinen Bock, gegen die zwei neuen Einheiten direkt anzukämpfen. Kann ich natürlich auch verstehen. Ich würde es so lassen, tatsächlich. Oder der Gegner hat auch keine Lust. Falls der jetzt das ganze Game über gar nicht spielt, dann werde ich das auf jeden Fall rauscutten, denke ich mal. Okay, da ist er. Auch noch ein bisschen müde, der Kollege, um die Uhrzeit. Erstmal ein Teechen. So. Verwundbarkeit, ja, das fühle ich nicht ganz so sehr, weil es sind auch nur 3 Sekunden. Einsatz der Fähigkeit, der Cowboy ein Schild mit einer Dauer von 5 Sekunden. Das hört sich meiner Meinung nach ein bisschen besser an. Oder wir gehen sogar auf einen 6 Mana. Okay, er hat auch ein Talent für einen Baum genommen. Okay, ich nehme den Cowboy-Schild. Let's go. Dann muss der Cowboy aber auch hier liefern, die Runde. So, das ist cool. In die erste Reihe hochziehen. Der hier steht auch gut, deswegen würde ich zu ihm hier rüberziehen. Also zu einem der beiden hätte man jetzt ziehen können. Nicht nach oben, würde ich sagen. Und nach oben wäre auch gegangen. Beim Schieber ist es auch egal, tatsächlich. Ja, hier ist jetzt ein bisschen schwierig. Vielleicht hierhin, damit man die beiden dann noch pusht. Aber da können wir auch theoretisch noch warten. Den könnten wir machen. Den Dreier hier werde ich aber... Ja, könnten wir auch irgendwie schon machen, aber den hat der nur... Nee, der hat ja zu wenig. Wir machen es so. Wir gehen auf langfristig. Auf Langfristigkeit. Wir haben es schon oft gesehen, wenn der Gegner so schnell die Einheiten auf 3 zieht und dann nur 5, 6 Punkte drauf hat, dann ist es echt schwierig, den noch auf 20 zu bekommen. Für den Sternrang dann später. So, das steht jetzt hier perfekt, weil der Cowboy geht 1 nach links und 3 nach unten. Also perfekt für die Aufstellung, also für den hier vorne in der ersten Reihe. Erste, zweite Reihe ist perfekt bei ihm. Ja, jetzt würde ich es dann doch machen. Den Move hier. Genau, und jetzt boostet es ja ordentlich Einheiten hier. Kriegen wir hier 6 insgesamt zu und der Stein verliert 2. Das lässt sich schon sehen. Der Merch ist dann natürlich auch wieder perfekt. Und dann können wir auch den Merch wieder machen, der hier die Shibas auch noch gleichzeitig boostet. Und der Shiba boostet gleichzeitig wieder die zurück. Also, das passt schon. Hier verschwenden wir einen. Würde ich aber trotzdem machen, weil wir den Stein auch aufbrechen. Und den könnte man in der nächsten Runde machen. Wir lassen es erstmal so. Wir haben 2 Augen Vorsprung, 2 Leben. Da können wir auch notfalls ein bisschen riskieren, damit wir dann in der nächsten Runde noch mehr boosten können. So, da hat er schon 3, ja? Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel der hat. Unser Cowboy, guckt es euch an. Der zieht seinen... hinten steht eine Einheit dran, hat dann die Bubble, das was ich vorhin gekauft habe hier, die Fähigkeit, also gekauft in Anführungszeichen, die hat uns gerade echt den Sieg geholt, ne? Geringste Menge. Das wäre der Cowboy. Eigentlich gar nicht schlecht, weil der hat auch nur 9. Dann nehmen wir den mit der geringsten Menge. Okay, es war nicht der Cowboy, es war der Baum. Aber ist auch in Ordnung, fast sogar noch besser, weil der Baum hier nur 5 hat. Okay, alles richtig gemacht. Jetzt können wir den Schieber hier ziehen. Und jetzt können wir auch endlich mal hier den Kollegen hier benutzen. Ah, die Muster sind schon gut hier von dem Deck. Die passen, glaube ich, ganz gut zusammen. Einmal hier, genau. Ja. Ja, bitte. Mehr davon. Was gefällt mir? Den Baum auf 20. Jetzt schauen wir mal. Uns fehlt noch einer hiervon. Den können wir auch nochmal nehmen. Na, ich würde fast hier unten gehen. Da kriegen wir den hier noch gepusht und den Stein unten fast weg. Let's go. Das war eine ganz gute Runde. Na komm, Baum. Jawohl. Und der Cowboy, wie gesagt, guckt euch erstmal diese Grafik an, wie er also die Pistole hält. Das ist absolut lustig, sieht es aus. Gefällt mir. Und game-technisch ist der, glaube ich, auch doch ganz stark. Am Anfang dachte ich eher, der ist nicht so. Aber doch, der überrascht mich immer wieder, der Kollege. So. Ja, let's go. Yes. Ah, 19.
19, 19, 19. Aber wie sollen wir den höher bekommen? Wir warten noch einmal kurz. Wir haben das Game sowieso schon so gut wie gewonnen. Wir haben 4 Augen Vorsprung, da müssen wir jetzt nichts riskieren. Können wir ganz in Ruhe machen. Ah, einer zu wenig hier. Schade, wären vorhin der Boost auf ihn gegangen, hätte es gereicht. Aber dann hätte es wieder für den Baum nicht gereicht. Also, ist schon in Ordnung so. Ja, der Gegner sträubt sich noch ein bisschen. Er überlegt, er könnte da noch den Elektron auf 20 machen. Den sehe ich direkt mal. Der andere geht leider nur auf 16, wenn er den zusammenzieht, der Magma. Ja, das Ding ist verloren. Vielleicht lässt er jetzt einfach nur noch die Zeit runterlaufen, um uns ein bisschen zu ärgern. Da kann er leider nicht mehr viel machen. 12er Elektronen. Ja, wir haben natürlich auch ein Full Legendary Deck. Aber er eigentlich auch fast, ne? Klar, er ist ein bisschen unterlevelt. Hier 7, obwohl wir auch 2 7er haben. Ja, unser Magma ist natürlich sehr, sehr stark. Der haut ordentlich Damage raus. Aber guck mal, jetzt überrennt er uns sogar nochmal. Zu früh gefreut. Okay. Comeback ist da. Ich weiß jetzt nicht genau womit, aber es hat gereicht. So, jetzt gucken wir mal. Beim Töten des Gegners regeneriert Shiva 20% Gesundheit. Ne, wir machen hier die Vergiftung. So, und jetzt gucken wir nochmal. Ja, der bringt uns nichts, weil wir hier nicht aufgebrochen bekommen. That's the problem. Der geht auch nur auf zurück. Gut, dann ziehen wir da hin. Das bringt uns auch nichts. Nix. Hm. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Wir machen trotzdem mal den Merch hier auf 19. Was sollen wir machen? Wie kriegen wir jetzt den Stein hier aufgebrochen? Vielleicht haben wir gleich Glück, dass der Boost kommt mit dem Stein aufbrechen. Nehmen die hier trotzdem mal weg. Wir müssen hier mal den Magma pushen. Und auch den Schieber brauchen wir noch. Er kommt aber einfach nicht. Nee, er will uns den unbedingt geben. Ja, den könnten wir. Bringt uns aber auch nicht so viel. Guck mal, wir bräuchten hier einen Sensenmann. Ja, der Sensenmann wäre es. Wir brauchen hier den Sensenmann in der nächsten Runde. Dann können wir den Cowboy auf 20 bekommen. Ist der einzige vom Muster her, der passt. Er auch, theoretisch. Sensenmann oder Magma? Schieber und Baum bringt uns nichts. Cowboy auch nicht. Okay. Ja, könnte knapp werden. Aber ich glaube, das gewinnen wir jetzt sogar schon. Der Magma macht richtig gut Schaden. Der Baum ist noch da. Regeneriert jetzt auch nochmal. Und damit gewinnen wir das Ding hier mit dem Assassin Deck. Obwohl es nicht mal so perfekt lief. 11,1 Millionen Schaden. Kuss. Das können wir mitnehmen. 15.000 Gold. Wir sind bei 6.764 Trophäen. Ich glaube, das ist jetzt nicht zu krass, weil wir auch nicht so viel gespielt haben. Wir können mal reingucken, wo wir sind. Naja, immerhin Top 100. Wo sind wir denn eigentlich mit dem Crit jetzt immer noch? 46. Ja, war das für ihn auch wieder ein Bot-Gegner, glaube ich, den ich hatte, der 1.700 hatte. Ja, das war keiner von denen hier. Das war auch bitter gegen so einen 1.700er Bot. Hab nicht geguckt, aber die Einheiten waren sicherlich auch sehr, sehr hoch gelevelt. Ein Game geht noch. Let's go! Zehn Sekunden Suche abbrechen, wenn ihr nicht auf Bots treffen wollt. Nochmal ein wichtiger Hinweis. Oh, 4.26 Uhr sind noch nicht so viele Spieler on. Anderer Kontinent eventuell. In Amerika ist gerade Primetime. 4 Uhr, was ist das? 22, 23 Uhr bei denen?
Na, Primetime auch schon nicht mehr, aber da könnte es doch noch jemand geben. Let's go. Okay. Asien eventuell, vom Namen her, weiß ich jetzt nicht genau. Viel Glück an den Gegner. Kann man theoretisch machen, bricht den Stein auf, würde uns wahrscheinlich die erste Runde safe bringen. Er hat einen Tinker auf 2, aber ich glaube, wir gewinnen auch so die erste Runde. Ich riskiere es mal. Wie viel Crit hat er? 811, ja. Da sind wir ein bisschen auch wieder im Vorteil. Nee, wir gewinnen die Runde nicht. Doch, aber tatsächlich. Nee, gewinnen wir nicht. Aber wenn, dann hätten wir sie gewonnen durch die Fraktion der Woche. Das wäre jetzt natürlich, ja, ein bisschen lustig gewesen. So, wir nehmen den Cowboy-Schild wieder. Der hat uns vorhin gute Dienste geleistet. Ja, wir machen hier. Ja. Ja, das mag ich. Alles, was sich lohnt, ist immer gut. Shiba. 2 nach hinten. Ja, dann einmal so. Ja, wenn wir ihn auf 3 machen direkt, hat er aber nur 5. 6. Mhm. Dann lieber den hier. Der bricht nochmal ordentlich was auf hier. So, den können wir hier stehen lassen. Wenn es voll ist, können wir hier merchen. Also so. Und auch hier hin. Können wir jetzt schon machen. Wir nehmen den. Weil sonst müssen wir nachher so merchen und dann fehlt uns das eine Feld. Ne? Alles hier perfektionieren. Optimieren, besser gesagt. Perfektionieren vielleicht nicht. Optimieren. Unsere Assassin-Armee läuft dann nach vorne. 5 Stück. Noch gelebt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. 9 Stück sind auf dem Feld gerade. So, jetzt können wir nämlich den hier ziehen. Oh, das ist auch perfekt. Guckt es euch mal an. Obwohl sie noch ein bisschen wenig Leben haben. Der geht links, rechts. Okay, das passt. Dann können wir so machen. Dann pusht er die beiden hier. Dann ziehen wir so und so. Und tack. 11. Das ist sehr gut. Der boostet die auch nochmal. Sehr, sehr schön. So, hiermit würde ich jetzt warten hier unten. Das bringt jetzt nicht so viele Punkte. Das lassen wir jetzt erstmal so. Sieht gut aus. Ja, Tinker Stun-Perk gar nicht mehr gesehen seit 10 Games, 15 Games. Gefühlt nicht mehr so gefährlich. Oh, sein Baum, hat er den auf 4? Ja gut, dann tankt er uns natürlich weg. Der tankt alles weg. Ja, okay. Das ist krass. Das ist krass. 2 Felsen vernichten. Hm, die sind 1, die können wir auch selber schnell vernichten. Verbündete im Bereich der Wurzel. Jawohl, let's go. Verbündete im Bereich der Wurzel hört sich gut an. So. Hm. Naja, komm, wir haben gesagt, wir wollen den da aufbrechen. Gut. Let's go. Let's go. Sind nur 18, aber gut, wir können damit hier wieder 2 pushen dann. Das passt, das machen wir trotzdem. So. Rechnerisch sind wir auch auf 20, passt. Nicht ganz perfekt, aber gut. Dafür 2 Sternenränge dazu. Wie sieht es bei ihm aus? Hat er einen dazu bekommen? Jetzt bin ich gespannt, ob die 2 Assassins hier den Baum kontern können sozusagen. Können hier nochmal gucken. So. 14. Hier ist ein bisschen wenig mit den Bäumen. Okay, wir gucken. Jetzt bin ich gespannt. Ah, guck mal, der Baum geht richtig gut runter, ne? Die Assassins hauen natürlich Schaden raus. Aber jetzt hat er sich nochmal regeneriert, oder woher kam das Leben? Aber es reicht. Und der Cowboy, guckt euch das an, mit seiner riesen Knarre. Wahnsinn. Ich hab gerade geguckt, okay, er hat 3 Einheiten drin, aber der Baum nicht. Ich wollte gerade sagen, gefühlt hat der Baum sich gerade regeneriert. Ich wollte gerade sagen, hier wäre jetzt ein Magma sehr, sehr cool. Ich würde so machen tatsächlich. Oder so, dann brechen wir hier unten den Stein auf. Auch nicht schlecht. Was ist mit dem Baum? 14. 2, uns fehlt sowieso noch ein Baum. Vielleicht wollen wir die beiden hier wegmachen. Ein Baum noch, komm.
Naja, aber so geht's auch. Ja, wir unterstützen den Baum schon mal. Den zukünftigen Baum. Den hier nochmal gepusht und den auch. Machen wir den oben auf 2. Fehlt uns jetzt gleich noch ein Baum und 2 Sensenmänner, damit wir jede unsere Einheit auf Sternrang hätten. Ah, sein Baum tankt richtig gut weg. So, Assassins, komm. Ach, guckt euch den Cowboy an. Guckt euch den an, der macht auch so viel Damage. Wir gucken gleich in die Statistik nach dem Spiel rein. Die Fähigkeit des Sensenmanns schockt Gegner 3 Sekunden lang, verringert ihren Schaden um 60% und verringert zudem ihr Bewegungstempo. Her damit, bitte. Obwohl wir noch nicht auf Dings haben, ne? Ich würde sagen, wir stellen ihn trotzdem in die erste Reihe hier oben rein. Damit er direkt vorlaufen kann. Jetzt gibt uns da noch ein paar Sensenmänner. Einen noch, komm. Also die Fähigkeit haben wir ja trotzdem an durch den Dreier. Aber wäre natürlich cool gewesen, wenn wir den jetzt auf Sternrang noch gehabt hätten. Unverwundbarkeit gegen Kontrolleffekte belegt. Trifft alle Gegner in einer geraden Linie, verursacht 5000 Schaden und betäubt sie eine Sekunde lang. Ja, und jetzt haben wir nochmal 3 Sekunden lang Schock. Okay, Schock und Betäuben ist was anderes. Der Schock macht halt den Schaden runter, ne? Und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit. Nicht schlecht. Okay. Gucken, ob wir es sehen können. Wo ist denn der Sensenmann? Da vorne. Zack. Ja. Der Baum hat auf jeden Fall nicht mehr zugeschlagen danach. Das sieht gut aus. Jetzt Regeneration von unserem Baum. Das ist auch stark. Richtig stark ist das. Nochmal, er regeneriert wieder die anderen Assassins hinter ihm. Also das Deck ist echt schon krass. So viele gleiche Einheitstypen spiele ich eigentlich sonst nicht. Hätte ich auch sonst eigentlich immer von abgeraten. Lieber eine gesunde Mischung, aber die Kombo hier scheint echt sehr, sehr strong zu sein. So, wir machen mal hier den Merch noch. Und den hier auch nochmal. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir das Ding jetzt hier gewinnen werden. Vorhin hatte der Gegner 55 Millionen Schaden, ich hatte 30 Millionen. Da ging es wahrscheinlich auch über ziemlich viele Runden. Aber bin ich jetzt gleich gespannt. Auch der Cowboy, guckt euch das an, ne? Mit seinem Schild hier, wenn er dieses Perk hier bekommt. Nach dem Einsatz der Fähigkeit hat er nochmal ein Schild. Das ist schon gigantisch. Gutes Spiel. 27 Millionen Schaden. Und der Cowboy 10 Millionen. Einfach mal mehr als der Magma. Also der Cowboy, der überzeugt mich immer mehr und ja, da würde es sich eigentlich schon fast mal lohnen, das Level Up bald mal zu drücken. Und ich glaube, wir haben sogar noch eine Legendary, die wir abholen können. Gucken wir gleich mal zusammen, wen wir bekommen. Gar nicht schlecht. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Okay, haben wir nicht. Habe ich mich vertan. Schade. Tauschen könnten wir. Aber wen? Raphael eventuell? Raphael auch richtig gute Karte. Aber irgendwas muss man irgendwann mal opfern, ne? Cowboy? Hm, 3. Wir belassen es erstmal dabei. Ich bin zufrieden mit dem Deck auf jeden Fall. Werde es auf jeden Fall weiter austesten. Grüße gehen raus an den Gegner von vorhin. Fürs, ja, Vorführen dieses Decks. Und probiert es gerne mal aus. Wenn ihr gegen mich spielt, dann bitte nicht. Kapi. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch was. Bleibt gesund. Lasst gerne ein Abo für den Kanal hier da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Würde auch sehr supporten. Und dass wir auch den Entwicklern nochmal ein bisschen zeigen, dass da Interesse da ist. Ich habe gestern nochmal nachgefragt, wie es aussieht. Irgendwelche News zu weiteren Updates. Also es wird an Updates gearbeitet, aber momentan gibt es da noch keine Details. Wir müssen da, glaube ich, auch ein bisschen zeigen, dass ich da, dass wir Interesse haben. Und das können wir leider nur über die Klicks hier machen. Deswegen, ja, guckt das Video, schreibt einen Kommentar, gebt ein Like, um das in den Algorithmus ein bisschen reinzudrücken, dass wir es vielleicht noch mehr Castle Duels Spielern zeigen können, damit wir da ein bisschen Einfluss gewinnen, dass ich vielleicht auch mal, ja, vorab informiert werde, wenn 3 neue Einheiten rauskommen, ne? Ja, also, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.